Natürlich können wir wieder nicht wegrennen. Macht schneller, ich möchte wegrennen. Also wer sich sowas... Na gut. Irgendwo ist es ja dann doch ganz sinnvoll, weil wenn man das so machen würde, dann könnte man ja wirklich jedem Kampf flüchten. Wenn man es einrichten würde, dass man jedem Kampf entkommen kann halt. Ich weiß halt nicht, wo die... Also beziehungsweise wie hoch die Chance ist, dass das fehlschlägt. Also dass man halt auf jeden Fall doch kämpfen muss. Das weiß ich nicht. Zweiten Kampf, bitte auch. Bitte lass mich abhauen. Jawohl, sie lassen mich direkt abhauen. Haben ein Einsehen mit mir. Und dann schauen wir mal, was wir hier so Schniekes wegtun können. Oh, am besten hier so ein DNA-Abchip oder so ein XP-Chip. Den können wir ja ruhig wegschmeißen. Das brauchen wir ja nicht. Das schmeißen wir weg hier. Den EP-Pack 1, den. Auch kein Schwein. Keine Ahnung, warum wir den überhaupt dabei haben. Dafür nehmen wir uns den HP-Driver und begeben uns mal nach oben. Da ist ein Tyrannomon. Versuchen wir es mal unten rum. Da ist kein Digimon. Das geht dann wohl doch schneller. So, und ich glaube, wir sind jetzt im 7. Flur mittlerweile. Oh, hier haben wir einen Tyrannomon, einen Koelamon und einen Mutfrigimon. Ja, hauen wir trotzdem jetzt ab. So. Grad zerlätscht, Manomon. Jetzt schauen wir uns mal um. Haben wir hier oben einen Teleporter? Ja, da ist der Teleporter. Probieren wir es. Wahrscheinlich werden wir es so nicht schaffen. Ja, nee, schaffen wir nicht. War knapp. Da sehen wir. Koelamon, Tyrannomon und ein Mutfrigimon oder auch ein Schokobär genannt. Hauen wir aber ab. Und suchen weiter nach Bertran und Joyjoy. Die müssen wir eigentlich so langsam aber sicher finden. Jetzt sind wir mittlerweile schon in Flur Nummer 8. Ach nein, Quatsch, das war ja, Lucky Luis hat ja erzählt, dass er den Raum auf Flur Nummer 7 verlassen hat. Und die anderen beiden noch weitergegangen sind. Deswegen suchen wir jetzt weiter. Und schauen mal, ob wir jetzt vielleicht hier noch irgendwelche neuen Digimon treffen. Ist gar nicht so abwegig, dass jetzt noch eine neue Kombination auftauchen würde hier. Da haben wir einen Tyrannomon. Ich fahre mal lieber oben rum. Genug EP haben wir ja dafür. Unser Sprit ist immer gut vollgetankt. Haben wir eigentlich nie wieder Probleme gehabt, seit wir das so hoch aufgestockt haben. Gut, der Raum scheint jetzt zu Ende zu sein. Ja, da haben wir da hinten den Teleporter. Wir müssen aber auch wieder gegen dieses Tyrannomon kämpfen. Da kommen wir leider nie drum herum. Jo, wir laufen weg. Und jetzt in Flur Nummer 9. Immer noch nicht der letzte. Mann, der ist aber lang. Langsam werden die Level ja immer größer. Muss ich ja wieder zwei Parts hier draus machen. Wieder mehr Renderarbeit. Da ist auf jeden Fall der Teleporter. Schauen wir mal, dass wir da an der Seite rumkommen. Hier ist nix. Ja, mittlerweile sehen wir hier schon rote oder lila Minen. Ich glaube, lilane sind es. Ja, lilane war es. Sind schon richtig heftig. So, jetzt sind wir aber endlich mal im letzten Flur angekommen.
entscheiden uns für die rechte Seite. Da drüben sind viele gelbe Dinger. Fahren wir einfach mal rüber. Vielleicht ergibt sich da was. So. Kommen wir durch. Da ist einfach nur eine Wand mittendrin. What the fuck? Warum ist einfach so eine Wand da? Keine Ahnung. Was haben wir hier? Grünen Boden. Da können wir locker flockig drüber fahren. Und das hier sieht schon wieder so eine Abzweigung für so einen Bossraum aus. Passt. Ah, nicht ganz. Hier, da haben wir ein rosa Fahrzeug. Ich weiß nicht, ob wir da direkt drauf zu sein. Doch, wir probieren es einfach. Sieht aus wie Joy Joy. Wow, everything is spinning. Joy Joy, what are you doing? Hahaha, it's spinning. It's so much fun. What is this Blood Knight's Diggy Beetle doing here? These naughty boys need a spanking. Here I come. Okay, also irgendwas stimmt mit Joy Joy nicht und sie hält uns für einen Blood Knight. Deswegen müssen wir sie jetzt erstmal wohl bekämpfen. Sie hat ein Raremon, ein Monster-Emon und ein Ninjamon. Okay, Monster-Emon kommt uns bekannt vor. Raremon leider auch. Und daher muss ich gucken, dass ich irgendwie dieses Raremon gleich ausgeschaltet bekomme. Ne, jetzt erstmal schalten wir hier Monster-Emon aus. Royal Smasher trifft nur ein Digimon, dann gehen wir auf Monster-Emon. Und hier probieren wir mal die Beast King Fist auf Monster-Emon. Falls wir getroffen werden, hauen wir dann stärker zu, denke ich mal. Da verschießen wir Eier. Treffen für 80? What the fuck? Alter, ist diese Attacke heftig. Oh, Raremon hat die Attacke von hier Mushroomon. Eine Protect Grenade von Ninjamon. Ist auch total ungewöhnlich. Und wir kriegen einen Assist. Wir kriegen die Virus Attack. Mann, Alter, so doof kann man eigentlich gar nicht sein. Ich habe kein Virus, Digimon. Er schwächt nur sich, nur sein Raremon selber. Wie blöd kann man eigentlich sein, ey? Ohne Scheiß. Gut, lass ich ihn halt machen. Na, auf jeden Fall. Deramon ist jetzt mittlerweile unser neues, stärkstes Digimon geworden. Beast King Fist nur für 31. Und Monster-Emon lebt immer noch. Gut, dann haben wir mal den Gigablast. Da hauen wir dann jetzt mal auf Ninjamon. Wir hauen einfach nochmal mit dem Royal Smasher. Hauen wir hier auf Monster-Emon. Und Iron Drill Spin soll dann auch Ninjamon treffen. Ne, auf jeden Fall. Die beste neue Attacke, die wir jetzt haben. Hier 80 Schaden, das ist so heftig. Bei einem Ultra-Digimon möchte ich anmerken, ja? Das war ein Ultra-Digimon. Mechanic Ray erhöht mechanische Attacken. Gut, das macht natürlich Sinn, wenn man mechanische Attacken einsetzt. Das ist dann natürlich was Gutes. Aber wir versuchen das Ninjamon halt natürlich vorher umzuhauen, bevor es uns irgendwie Schaden anrichten kann. Mal schauen, ob wir es dann schaffen. Ja, genau, die ekelhafteste Attacke überhaupt. Die werden wir gleich aber schon wieder austreiben. Schauen erstmal, dass wir jetzt hier Ninjamon wegmachen. Giga Blaster. Oh ja, der Royal Smasher, Mann, das gefällt mir so gut, dass der macht so schön viel Schaden. Iron Drill Spin und Ninjamon lebt danach nicht mehr. Macht auf jeden Fall weniger Schaden als hier an Monster-Emon. Warum auch immer. Aber mir soll es ja egal sein. Hauptsache, das Digimon fällt jetzt um. Erhöht schon wieder mechanische Fähigkeiten. Wieder auf sich selber. Er denkt halt, er macht damit gleich Ultraschaden mit seinen Attacken. Kann aber vergessen, dass er jetzt tot umkippt. Tut mir leid. Oh, da kommt wieder nur ein Assist. Den Fungus Crusher. Und er bekommt vergiftende Wirkungen. So, dann Giga Blaster, Royal Smasher und Harpoon Torpedo. Mal schauen, was es jetzt noch an Schaden macht, jetzt wo er noch geschwächt wurde.
Okay, nur 61, gar nicht so viel. Und er setzt auch nicht mal sein Konter ein, das gefällt mir sehr gut. Okay, da kommt aber auch 60 Schaden, das wundert mich jetzt irgendwie. Wieder der Fungus Crusher. Alter, dieses Raimon hat einfach eine so schiefe Fratze. 131. Komisch, ich verstehe nicht, warum manche Attacken einfach mal mehr Schaden machen, dann andere mal wieder nicht. Egal, wir haben es auf jeden Fall jetzt geschafft. Kriegen dafür 708 XP, Alter, so viel und 2600 Bits. Und damit schaffen wir vielleicht mit der Raimon auch nochmal ein Level up. Joy Joy, Joy Joy! Are you okay? Come on! Hey, wake up! What, Lixi? What are you doing here? What I am doing here? I was chasing an enemy Diggy Beetle. Are you alright? You probably walked into an enemy trap. Lucky Lewis asked me to come after you guys. Isn't Bertrand with you? Where is he? Bertrand? He went in further after the enemy Diggy Beetle. That's right, he went chasing a Blood Knight Diggy Beetle all by himself. Okay, I go and look for him. You go back to the city, okay? Thanks, Lixi. My Diggy Beetle is almost out of energy and ammo. Please find Bertrand. Wir tun unser Bestes, um jetzt noch Bertrand zu finden. Aber ich ahne Böses, dass wir auch nochmal gegen Bertrand kämpfen müssen. Ja. Hier oben gibt's nochmal eine Truhe. Eine Bombe, wir sind nur unfähig uns zu bewegen und da ist ein Toy-Tank drin, den möchte ich haben. Dafür benutze ich jetzt einfach den... was benutze ich denn? Ich könnte eine MP... Also MP-Disk 1 benutze ich für Monster Emon. Toy-Tank ist, glaube ich, eine Stufe C Geschenk für... Da drüben ist er. Jo, für alle Digimon. Kann man halt variabel einsetzen. So, dann fahren wir hier mal nach rechts. Wieder eine Kiste. Hoffentlich ist da jetzt nicht wieder eine Bombe oder sowas. Nee, ein Toy Truck. Ja, der ist glaube ich nur D, aber nehmen wir auch mit. Dafür ein HP-Driver benutzen wir einfach. Da ist Bertrand, wie wir sehen. Gegen den werden wir jetzt mal auch kämpfen müssen. Das ist Bertrands Diggy Beetle. Bertrand, are you okay? Alright? So, it's dark. It's cramped. Are you alright, Bertrand? Come on. So, there's ghosts in dark places. I'm scared. Look, there is someone outside. I'm scared. If I stay here, they are going to catch me. I don't want to be caught. I don't want that. Ja, auch er ist nicht ganz normal gerade und deswegen müssen wir ihn jetzt auch noch bekämpfen. Er hat zwei Ultra-Digimon. Er hat einen Digitamamon und auch einen Deramon wie wir und dazu noch einen Tankmon. Wir gehen zuerst auf seinen Digitamamon. Das sind alles Data-Digimon, da können wir nicht viel mit der Virus-Attack anfangen. Ich hoffe, dass wir das Digitamamon schnell umgehauen bekommen. Setzen wir nochmal die Beast King Fist ein, falls wir eine Attacke abbekommen. In der Hoffnung, dass wir einen Attack abbekommen, vielleicht. Ja, unser Royal Smasher haut nur noch für 46 zu, also man sieht schon, starke Digimon. Das ist Friendly Fire, also er schießt auf Deramon und Deramon macht jetzt was? Haut einfach nur eine Attacke raus. Das ist so sinnlos. Trifft mich für 31, okay, das macht schon Schaden. Mega Heal. Er heilt einfach für 150. Kranke Scheiße. Ich muss auf jeden Fall das Digitamamon jetzt erst umhauen. 150 ist verdammt heftig. Ich hau jetzt mit den stärksten Attacken zu, die ich halt hab. So, Giga Blaster. Den Royal Smasher. Und Harpoon-Torpedo. In der Hoffnung, dass ich es jetzt damit umhau. Auf jeden Fall hoffentlich, bevor es sich selber heilt.
Da kommt schon wieder ein Friendly Fire, diesmal wieder auf unser, also auf das Deramon des Gegners. Und komischerweise kann Deramon dann immer direkt danach angreifen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, keine Ahnung, erhöht sein Speed oder vielleicht... Oh, da kommt wieder ein Mega-Heal. Diesmal wieder auf Deramon, Gott sei Dank. Dann haben wir es wohl geschafft, ihn jetzt umzuhauen, wenn wir treffen mit allen. Komm schon, Monster Emon, zeig, was du kannst. Jawohl, Digitamamon umgehauen. Dann kümmern wir uns jetzt um Deramon. Volle Pulle rauf da drüben. Hier gibt es auch nochmal ein Harpoon-Torpedo. Aber irgendwie, ich hätte nicht gedacht, dass wir das so gut hinkriegen. Dass wir da auch damage-mäßig so gut wegstecken können, den ganzen Fall, also die ganzen Runden über. Okay, jedes Mal, wenn ich das Digimon treffe oder wenn das Digimon getroffen wird, kann es danach angreifen. Ich weiß nicht, woran das liegt. 44. Mal schauen, ob das Tankman auch nochmal draufballert und uns hilft. Ja, es schießt auch mit drauf. Es hilft uns auch noch, das Deramon fertig zu machen. Sehr gut. Mal schauen, die nächste Runde wird es jetzt nicht überleben. Ich hau jetzt einfach mal noch eine MP-Disk 2 auf Monster Emon. Geh dann schon mit dem Giga Blaster hier rüber, genau wie mit dem Royal Smasher und hau nur mit dem Iron Drills bin auf Deramon. Entschuldigung, jetzt habe ich mich gerade verschluckt. Bei zwei Ultra Digimon müsste es mega viel XP geben. Entschuldigung. Ach, je. Ich habe mich gerade ganz, ganz schlimm verschluckt. Ja. Royal Smasher von Deramon. Und Friendly Fire? Friendly Fire, meine Attacke ist nutzlos. Tankman hat das für mich erledigt. Na, dann kommt jetzt halt einfach trotzdem noch der Giga Blaster. Nur für 43. Ah, da können wir ruhig weiter draufbauen. Giga Blaster. Royal Smasher. Und Harpoon Torpedo. So, ab dafür. Also ich war noch nie so gut, muss ich sagen. Ich habe meine Digimon noch nie so overpowered trainiert gehabt, dass man so einfach diese Kämpfe überstanden hat. Oh, Tankmans Attacke geht auch noch daneben. Komm, noch eine Attacke, dann ist auch Tankman weg. Und unser Deramon erreicht danach Level 23. Jawoll. ...708 XP gab es wieder dafür, 2400 Bits. Und Deramon hat das Level ab. Detail jetzt sicher. Wake up, Bertran! Sup, sup! Bertran, it's me, Elixir. Come on, get with it. Bertran. Bertran? Who? Where? I am... What are you doing here? I must engaged in a battle with an enemy Digibeetle. Then I heard some weird sound and everything got dark. Good, I guess you are alright. You walked into an enemy trap and passed out. But it's alright now. What? I got it? It was that weird sound, the Blood Knight's Digibeetle. I'm going to find and destroy that thing. Nein, Bertran. Darn it, I ran out of EP. Okay, gut, gut, dass das passiert ist. Good grief. Okay, und wir suchen jetzt weiter nach diesem Blood Knight. Denn der hat Rache verdient, auf jeden Fall. Da ist die Sackgasse, also muss es nach oben weitergehen, dann muss der Kampf jetzt hier oben stattfinden. Ja, wir sehen Finsternisboden, aber nur hier unten. Mal schauen, wer es ist.
Einfach nur ein Blood Knight Officer. You stupid God Tamer! You stepped right into our trap! My Digi Beetle has a beam generating device which caused craziness. By now, you should be getting such a bad headache, you're passing out soon. Ha ha ha! This device will make you go insane. There is no point in resisting. What are you talking about? I'm not getting any headaches. What? Really? You don't even feel dizzy? Not at all. I feel fine. What's happening? It worked on all the others. Wait a minute. Let me ask you something. Didn't you pick up something in this domain? Something with a Blood Knight marking? Something with a Blood Knight marking? Are you talking about the strange device I got from Lucky Lewis? That's it! It's the beam neutralizing device I lost. You dumb little brat. In that case, I'll destroy you myself. Okay, es hat ein bisschen geleckt, tut mir leid. Und ja, wir haben diesen Neutralisator da für dieses komische Ding einstecken. Oh, und wir sehen, er hat einen Marmimon, einen Metal Marmimon und einen Gardromon. Ja, alles drei, nee, ein Virus-Digimon, zwei Data-Digimon. Mir war relativ wumpe. Ich gehe jetzt erstmal auf Metal Marmimon. Und ich probiere es nochmal mit der Beast King Fist. Es muss doch irgendwann mal ein Digimon geben, das mich zuerst angreift. Ich glaube, das Lecken liegt schon wieder mal daran, dass ein Video am Rendern ist, das jetzt gerade wieder fertig wird. Da zieht er immer so ultra schlimm. Okay, er setzt selber eine Konterattacke ein. Die Energetic Bomb. Trifft alle meine Digimon. 33, 24, 24, okay. Wenn jetzt aber mein Meteormon getroffen wird, nein, dann kann er nicht kontern. Schade. Oh, das ist ja gerade richtig eklig. Warum leckt das so derbe? Kann aber leider gerade nichts dran ändern. Okay. Es scheint wieder flüssig zu laufen. Okay, das Rennen scheint zu Ende zu sein. So, dann kommt jetzt eine Konterattacke. Nur für 22. Ich lasse das echt. Das mit der Konterattacke bringt hier einfach gar nichts. Die Smiley Bomb! Kommt eine fliegende Faust geflogen. Eine fliegende Faust geflogen. Wow, ein alter Metal Marmimon hat ja kaum Schaden eingestochen. Nee, nicht verteidigen. Hier, ich wollte gucken. HP, das kann mir nur noch eine. Ich brauche aber auf jeden Fall unser Monster Emon. Nee, wir hauen einfach mit dem Hornbuster auf Metal Marmimon. Nee, Quatsch, das ist ja eine Konterattacke. Dann muss ich mit dem Gigablaster draufschießen. Royal Smasher und Harpoon Torpedo, um das Ganze irgendwie zu komprimieren. Boah, das Digimon hält ja verdammt viel aus. Das macht verdammt viel Schaden. Vor allem immer auf meinem Monster Emon. Und wir machen halt gar nicht so viel Schaden an diesem Digimon, das ist das Schlimme. Ich muss einfach trotzdem versuchen, das so schnell wie möglich umzuhauen. 50. Smiley Bomb. 29, boah, das trifft immer so heftig. Ich kann ja hier noch dieses Virus Candy draufhauen. Kann ich auch noch zusätzlich verschießen. Und dann probieren wir es nochmal mit jeder Attacke. Royal Smasher
Und probieren hier einfach mal den die. Nee, Quatsch, wir probieren einfach mal hier die Invisibility, glaube ich, heißt ja, auf unser Monster Emon, um uns damit zu schützen. Damit dürfen wir auf jeden Fall mal hier die Verteidigung von Gardromon senken. Ja, meine Attacke bringt natürlich richtig, richtig viel, wenn sie erst nach dem ganzen Angriff schon kommt. Ich wollte doch die 33 Schaden hier abfangen. Vielleicht kann ich dann wenigstens die Attacke von Gardromon oder... Nein, die kann ich schon mal nicht abfangen. Ja, dann vielleicht noch die von Mamimon. Jo, die konnte ich wenigstens abfangen. Keinen Schaden bekommen dadurch. So, und dann geht jetzt der Gigablaster, geht jetzt auf Gardromon erstmal. Hier noch der Royal Smasher auf Mamimon. Und zur Sicherheit... Hau ich mal einen Strong Carapace zu. Boah, mein... Scheiße, ich sehe gerade, dass mein... Es muss einfach ausreichen. Komm schon, 54 muss reichen. Nein! Kacke, ich krieg so derben Schaden gerade. Carapace treffen alle drei. Ich hoffe, das hat jetzt bei Mamimon aus, bei Metal Mamimon ausgereicht. Jo, jetzt ist Metal Mamimon wenigstens besiegt. Und es kommt eine Konterattacke von 31. Damit war es das für Meteormon. Der hat den Kampf jetzt leider nicht überstanden. Schauen wir jetzt mal noch, dass wir das Gardromon zuerst noch ausschalten. Die Attacke von Gardromon geht daneben. Boah, das ist so richtig heftig gerade. Dann nutze hier einfach mal den Hornbuster und den Royal Smasher auf Gardromon. Den Hornbuster benutze ich dann bei der Attacke von Mamimon. Um die halt so gut es geht zu schwächen. Die lasse ich jetzt, muss ich jetzt über mich ergehen lassen. In der Hoffnung, dass er vielleicht Deramon trifft. Scheiße, ne, aber 11 kann ich ja noch wegstecken. Hier wird's schlimmer. Wenn er jetzt aber danach nur noch 3 Schaden macht, dann wäre mir das sehr, sehr recht. Acht, okay. Wenigstens so weit geschwächt, dass ich noch ein paar Runden aushalten kann hier. Hornbuster wieder auch mit derselben Methode und dann auf Gardromon. Also ich glaube, am Ende wird mein Deramon das ganz alleine entscheiden müssen. Nein, wieder mal nicht. Geht schon wieder auf mein Monster Emon. Und wir haben hier noch 10 Leben. Damit können wir vielleicht noch eine Runde jetzt aushalten. Oh, trifft Deramon sehr gut. Damit halten wir dann vielleicht noch eine Runde durch. Jetzt gehen so langsam meine MP flöten. Da muss ich ein MP des 2 reinhauen. Weiter mit dem Hornbuster. Und hier... ganz normal Royal Smasher weiter auf Gardromon. Das ist auch mal wieder ein sehr spannender Kampf, aber das ist auch richtig heftig, gegen 3 solche Gegner hintereinander zu kämpfen, die Ultra Digimon haben. Jo, Gardromon ist besiegt. Jetzt muss ich nur noch die Attacken von Mamimon, so gut es geht, immer wegstecken.
Aber das gelingt mir bis jetzt ja noch. Und solange er immer Deramon trifft. So, jetzt bleibt mir kein nichts anderes übrig. Jetzt. Na, wobei, hauen wir hier nochmal zu und was können wir hier machen? Spinning-Nadel, da haben wir eigentlich so nix. Den können wir nicht benutzen. Ja, also es wird jetzt das Ende sein für unser... für unser Monster-Emon. Aber wir machen auf jeden Fall mehr Schaden als Mami-Mon und von daher... Ach nein, Quatsch! Das ist ja nur die trifft hier, die Attacke trifft hier nur einen, dann können wir ja ganz normal hier weiter angreifen mit dem Gigablaster. Hab ich jetzt ja gar nicht mehr dran gedacht. So, dann einfach nochmal Royal Smasher, dann habe ich es ja geschafft. Auch Monster Emon überlebt dann Gott sei Dank noch. Jo, Mamimon besiegt. Gott sei Dank, der Gegner war richtig heftig, unser armes Meteormann hat leider dran glauben müssen. So, alle drei, wie man sieht, haben wir Endlevel erreicht. Dafür gibt es 3920 Bits für den Fight. Krass. Und nach diesem Bloodline haben wir ausgeschaltet. Wow, I finally beat him. Now that I've rescued Bertrand and Joy-Joy, it's time to go back to the city. Jo, würde ich auch sagen, denn so langsam, die Folge hat einfach schon totale Überlänge. So lange wollte ich die Folge ja gar nicht gestalten. Dann werden es halt einfach zwei Parts. Zwei lange Parts. Oder ich muss die Folge einfach aufteilen in zwei Tage. Ne, ich glaube, das mache ich eher, weil das dauert sonst auch zu lang mit Hochladen und sowas. Okay, dann gehen wir jetzt noch hier kurz mal zum Goldhawk Leader. Lixi, good work. Weiß, danke. Thank you so much, Lixi. I'm so happy that Bertrand and the other mate is back, okay? Me too. Yes, I'm so happy. I'm going to train hard to become a great tamer like you and Bertrand. Bertrand ist gar kein so toller Tamer, sonst hätte er das locker selber geschafft. Okay, ich gehe zu unserem Chef, berichte noch, was wir geschafft haben. Lixi, have you found Ben Oldman? In order to stop the Blood Knight's evil plan, we must find him as soon as possible. Also, we need to get information on Archive Chip. Okay, nein, wir haben immer noch den Auftrag hier, Ben Oldman zu finden. Ganz vergessen mittlerweile schon. Haben wir aber leider noch nicht gefunden. So, ich schaue mal noch gerade nach, ob es hier neue Sachen gibt im Shop. Nein, wir sind immer noch beim Cellphone. Können wir irgendwas verkaufen? Toy Truck, Toy Tank, 1000. Was haben wir hier? Ein Fire Blast können wir raushauen, die Iron Fist. Und sind damit bei satten 29.000 mittlerweile. So Leute, dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Für die letzten zwei Folgen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, grünen Daumen nach oben und Like da lassen. Nein, das ist dasselbe. Und lasst noch ein paar Kommentare da. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns. Haut rein!